vegane Fleischerei, ja, die in Dresden eröffnet hat. War, glaube ich, vor 2 Wochen oder so haben die eröffnet. Jetzt kam die Lebensmittelüberwachung und die vegane Fleischerei in Dresden muss den größten Teil ihrer veganen Produkte neue Namen geben, weil eben eine Verwechslungsgefahr besteht. Das EU-Recht sehe ich eigentlich völlig auch ein, weil wenn ich eine Salami haben will, dann muss dort auch Salami drinne sein, ja, und nicht, dass dann eben irgendwelche Gemüsesticks drin sind. Das Einzige, wo sie eben gesagt haben, es muss nicht geändert werden, ist der Leberkäse, weil auch bei Leberkäse eben weder Leber noch Käse drin ist. Ansonsten muss eben alles umbenannt werden. Wenn ich die Produkte natürlich in der veganen Fleischerei kaufe, dann kann ich davon ausgehen, dass das vegan ist, ja. Aber das Problem ist ja, sobald dann eben diese Produkte nicht nur in dieser Fleischerei verkauft werden, sondern eben dann im Supermarkt zur Verfügung stehen, dann gibt es wieder Probleme, wo dann eben vegane und nicht vegane Produkte nebeneinander liegen. Einerseits finde ich es richtig, weil andererseits, ich tue es mal jetzt überspitzt formulieren, ich will kein Produkt essen, wo ich danach eine Pille schlucken muss, um mich mit allen Vitaminen zu ernähren. Jetzt werden die Veganer gleich sagen, ja, so schlimm ist das ja nicht. In den meisten Produkten werden ja automatisch schon Vitamine mit beigefügt und viele Produkte, die es zu kaufen gibt, Fertigprodukte, die sind ja auch mit Vitaminen angereichert, also nicht vegane Produkte. Mag sein, dass das alles richtig ist. Das Problem ist doch aber, wer sich vegan ernährt, richtig vegan, der hat definitiv ein Problem mit der gesundheitlichen Grundversorgung von Vitaminen, sei es B12, sei es Vitamin D oder was es da alles gibt. Und man muss definitiv bei der veganen Ernährung explizit darauf achten, was man zu sich nimmt, wie viel man zu sich nimmt und ob es eben in einer ausreichenden Form geschieht, was man eben zu sich nimmt. Nicht umsonst sagt man klipp und klar, wer vegan sich ernährt, sollte einen Arzt aufsuchen oder besser gesagt einen Ernährungsberater. Und wenn man dann sieht, allein was auf der Wurst, ich möchte nicht den Beipackzettel von der Salami sehen, was in dieser Salami alles drin ist. Wenn ich lese, dass da eben Zellleim drin ist, Zellleim, Tapetenleim, wo man sozusagen die Tapete an die Wände klappt, dann frage ich mich, was hat das noch mit gesunder Ernährung zu tun? Was hat das mit gesunder Ernährung zu tun, damit man Unmassen an Gewürzen und Geschmacksverstärker in die Produkte hineinbringen muss, damit die überhaupt nach irgendwas schmecken oder wenigstens ähnlich schmecken wie das Produkt? Klar, kriegt man das hin. Das ist keine Frage. Man kriegt eine Wurst so hin, dass man sagen kann, okay, der Schinken, der schmeckt genauso wie der echte Schinken. Völlig klar. Aber das Problem ist doch, was ist dann alles in diesem Produkt drin, damit es eben genauso schmeckt wie das Original. Und warum muss es eben Wurstprodukte sein oder ähnlich genau aussehen, denselben Namen haben wie das Original? Warum erfinden Veganer nicht einfach neue Produkte? Wer sich vegan ernähren will, dann ist das doch scheißegal, ob dort die Salami eben wie Salami aussieht oder ob die dann eben irgendwie wie eine Karotte aussieht. Ja, das ist doch völlig Wurst eben, weil er ernährt sich ja aus Überzeugung oder aus gesundheitlichen Gründen. Aber er ernährt sich doch nicht deswegen vegan, weil eben diese Wurst wie eine Salami aussieht. Weil dann betrügt er sich ja selber. Weil wenn jemand eine Salami kauft, dann will er ja eigentlich eine Salami haben und nicht irgendwo mit Grünzeug vollgestopftes und mit Geschmacksverstärkern vollgestopftes Produkt haben. Ja? Also das, was von außen zu sehen ist, das sollte letztendlich auch außen drin sein. Für mich unverständlich, warum vegane Produkte eben genauso aussehen müssen wie Wurst. Und ja, ich esse genauso Tofu, ich esse genauso Tempeh. Ich lebe in Indonesien, hier wurde zum Beispiel Tempeh erfunden. Ja? Aber Tempeh schmeckt, wenn man es nicht richtig würzt, komplett scheiße, muss man klipp und klar sagen. Wenn man dort nicht irgendwie eine vernünftige Soße ranmacht, wenn man da vielleicht nicht das mit Chicken beimischt, hier in Indonesien ist es teilweise so, dass dann eben die Produkte, oder besser gesagt, man sitzt meistens, wie man es in China kennt, an so einem großen Tisch. War zum Beispiel, jetzt war ja chinesisches Neujahrsfest am 22., am 23. sind wir mit der Familie essen gegangen. Da waren wir in so einer Karaoke, in einer Bar war das nicht, wir hatten sozusagen einen eigenen Raum dort, diesen Tisch, und da saßen wir mit 12 Leuten an dem Tisch und dann hat man eben die Scheibe, die man drehen kann und dann gab es dann eben diese kleinen Chicken-Stücke, da gab es auch Schwein, weil wie gesagt, das ist chinesisch dort,
Da gab es auch Rind, es gab auch Tempeh, es gab auch Tofu. Und man nimmt sich das eben zu dem Reis und isst dann eben. Die kennen nicht sowas wie Deutschland, das mal, oder wie der westlichen Welt, dass da eben ein Riesenstück Fleisch da sein muss. Da gibt's die Chickenstücke, die selbst die Schweinestücke, die sind mundgerecht schon zugeschnitten. Also dann nimmst du dir dein Stück und dann steckst du das rein, dazu ein bisschen Reis und dann funktioniert das auch. Und bei Tempeh und bei Tofu, also wenn man das Tempeh ohne, dass da irgendwas, eine Soße dabei ist, ja, also ich weiß nicht, wer das sonst roh essen würde, ohne das richtig zu würzen.